Mustafa Isik für TechDepotBlog wieder auf der CeBIT unterwegs. Diesmal auf dem Asus-Stand, nicht ganz allein, sondern mit Herrn Sumner. Asus in den letzten Jahren doch hochinteressante Produkte auf den Markt gebracht, aber hauptsächlich für den Konsumermarkt. Und jetzt möchte man auch im Businessmarkt punkten. Welche Produktlinien denkt man sich denn da jetzt gerade so aus? Womit können wir in den nächsten Monaten rechnen? Also wir haben uns die UL-Serie letzten Endes ausgedacht und die P- und die B-Serie. Die B-Serie hatten wir jetzt schon seit letztem Jahr im Markt und die UL hatten wir Ende letzten Jahres auch schon am Markt gebracht, sowohl als auch die P-Serie. Diese Serien werden wir auch erweitern und mehrere Lösungen dafür auch am Markt bringen. Natürlich Zielsetzung ist, den Businessmarkt damit auch bedienen zu können und vor allem die Ansprüche des Businessmarkts auch damit bedienen zu können. Die Begriffe UL, P-Serie, B-Serie, das ist ein wenig abstrakt, wenn man sich nicht gerade die ganze Zeit mit Asus-Produkten auseinandersetzt. Deswegen unterhalten wir uns am besten ein bisschen im Detail darüber. Was ist denn besonders an der UL-Serie? Die Besonderheit an der UL ist die Akkulaufzeit, die Mobilität, die im Vordergrund bei dieser Lösung auch steht, aufgrund des Gewichts und auch die Akkulaufzeit. Die Akkulaufzeit, die auch bei 10 Stunden beispielsweise auch liegt und die Gewichtsklasse bei der Lösung unter 2 Kilo auch liegt. Ich denke, das ist der Schwerpunkt bei der UL, die man wirklich als Highlight auch angeben sollte. Und bei UL, da wird die hohe Akkulaufzeit ja erreicht, obwohl man eine starke Grafikkarte verbaut, indem man nämlich geschickterweise gleich 2 Karten verbaut. Das ist richtig. Also es ist über diese Nvidia Optimus Lösung, die wiederum die Intel Onboard Grafik einsetzt und aber auch dann den Nvidia Chip, die in den Leistungsmodus eingesetzt wird, die wiederum auch natürlich die Akkulaufzeit beeinflussen würde, aber natürlich durch die Software-Einstellung, gerade eben durch den Onboard Chip, dann die Akkulaufzeit gerade im Akkubetrieb auch gewährleistet wird. Das heißt also, man hat wirklich eine sparsame Grafikkarte für die normalen Arbeiten, einfach auf dem Windows Desktop, und eine starke Grafikkarte, wenn man grafikintensive Anwendungen fahren möchte, und wählt sich in den Profilen, in den Windows Darstellungsoptionen einfach die richtige Grafikkarte für den eigentlichen Arbeitszweck dann aus. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns doch jetzt einmal die anderen Serien noch an. Genau, die P-Serie, die wir noch am Stand stehen haben. Was ist bei der P-Serie denn anders als bei der UL-Serie bzw. bei der B-Serie, die schon besteht? Also der ganz klare Unterschied bei der P ist letzten Endes der Preispunkt. Wir wollen mit der P-Serie auch den breiten Markt erreichen, im Mainstream und auch im Einstiegssegment. Wir setzen die B letzten Endes für die Docking-Funktion auch ein, die nach wie vor im deutschen Markt auch gefragt wird. Welche Größenordnungen können wir uns denn jetzt gerade bei den Displays vorstellen? Denn bei der UL-Serie ist es ja so, dass es 13-Zoll-Modelle, 14-Zoll-Modelle und 15-Zoll-Modelle gibt. Soll das bei der P-Serie ähnlich flexibel gehalten werden? Also wir werden mit der 15 definitiv starten, haben es auch schon getan im letzten Jahr. Wir werden eventuell auch 14 Zoll anbieten, gegebenenfalls auch 13 Zoll. Wir werden halt gucken, wie der Markt auch diese Größen akzeptieren wird und uns rantasten. Aber uns nach wie vor an den 15-6er lehnen und uns darauf konzentrieren. Interessante Einblicke, die wir hier bei Asus bekommen haben. Dann schlage ich vor, wir schauen uns die Geräte noch ein bisschen weiter an am Stand und danken Ihnen für das Gespräch. Danke.